Mein Name ist Daniel Hüßler und ich setze die Cloud Computing Strategie der Schweizer Behörde um. Das heißt, die Behörden haben eine Strategie und vielleicht berücksichtigt diese Strategie nicht alle Punkte, wie da der Herr Schwab auch haben möchte. Von meiner Sprache her, da müsst ihr aufpassen, eben, ich kann auch schnell sprechen und ich vermische einige Dinge mit meiner Muttersprache Italienisch. Demzufolge, wenn ich da anfange, nur mit den Händen zu sprechen, bitte auch unterbrechen. Okay. Dieser Mann ist sehr bekannt. In den letzten Monaten hat er uns beschäftigt und zum Teil auch die Umsetzung der Cloud Computing Strategie stark beeinflusst, zum Teil auch, sagen wir, behindert, im Sinne, dass die Behörden auch vorsichtiger geworden sind. Sie waren schon vorher vorsichtig mit eben Datenqualität, Datenschutz und so weiter. Aber er hat dazu geführt, dass diese Diskussionen nochmals stark aufgenommen und verbreitet worden sind. So. Ihr könnt das selber lesen, ist also nicht nur das Snowden, der uns Schwierigkeiten macht mit der NSA dahinter, sondern auch die amerikanischen Behörden. Das heißt, zum Teil dachte man da mit der Safe Harbor-Philosophie, dass man da die Daten in Europa ein bisschen besser geschützt hat, dass man da also nicht unbedingt alles in der Schweiz oder im eigenen Land haben muss, sondern es genügt, wenn man da ein Microsoft Rechenzentrum in Irland verwenden kann und so weiter. Dem ist nicht so. Ihr habt sicher davon gehört, dass da die Microsoft ist da im Clinch da mit den amerikanischen Behörden. Der Streitpunkt, glaube ich, ist immer noch offen, soviel ich weiß. Das heißt, sie ziehen das Urteil an der nächsten Instanz. Aber eben, es geht darum, dass auch wenn diese Safe Harbor Abmachung vorhanden ist, dass diese relativ wenig hilft. Cloud Computing Strategie, der gesamte Name von der Strategie heißt die Cloud Computing Strategie der Schweizer Behörden 2012 bis 2020. Also da vom Ablauf relativ groß. Und da sind einige Grundsätze enthalten in dieser Strategie. Kurz zusammengefasst, es gibt 10 Grundsätze. Eine davon heißt Markt. Das hat man vielleicht, hört man nicht immer so gern, aber Markt heißt, die Schweizer Behörden wollen nicht alles selber machen, sondern sie kaufen am Markt ein. Und Markt heißt nicht unbedingt nur Schweiz, oder? Das heißt zum Teil, dass man den internationalen Markt anpeilt, wenn wichtig oder vielleicht Kostenfaktoren oder auch wenn die Qualität stimmt. Ihr habt diese 10 Grundsätze. Aus diesen Grundsätzen hat man dann 5 Stoßrichtungen gemacht und aus den Stoßrichtungen sind ganz grob um die 10, 12 Aktivitäten abgeleitet worden. Meiner Präsentation gehe ich durch diese 5 Grundsätze und zeige, wo wir im Moment stehen. Aber zuerst nochmals eben, ja, ich habe gesagt, Strategie ist 2012 bis 2020, die Strategie selber wurde Ende 2012, also im vierten Quartal 2012, verabschiedet. Und eben, sie geht bis 2020. Wir haben diese Strategie in essbare Brocken runtergeteilt. Und eben, was ich im Moment mache, ist die Implementierung bis Ende 2014. Das heißt, ich habe da noch kurz 6 bis 7 Monate Zeit. Und dann, die Idee ist eben eine Initialisierungsphase, Durchführungsphase und dann Ende der Phase schauen, was kommt, was steht da uns bevor. Stoßrichtung, Förderung des verantwortungsvollen Cloud-Einsatzes. Was ist damit gemeint? Das sind verschiedene Aktivitäten. Das eine ist die Gründung einer ECH-Fachgruppe Cloud Computing. Ich gehe davon aus, dass
diese Fachgruppen bekannt sind. Also beziehungsweise ECH ist ein Verein, der verschiedene Tätigkeiten der Behörden fördert. Und da geht es darum, dass man eine ECH-Fachgruppe Cloud Computing hat, die Standards setzen kann, Hilfsmittel entwickelt und so weiter, sodass die Behörden oder sagen wir die Cloud Computing sich schneller, besser entwickelt. Status da ist, die Fachgruppe ist also solche existiert. Es wurde einen Antrag geschrieben. Der Antrag sollte da Ende Juni am Verein eingegeben werden und irgendwo nach den Sommerferien sollten wir das okay haben, dass diese Fachgruppe aufgrund von der Zielsetzungen, von der Mitgliedschaft und so weiter, dass die dann anfängt zu operieren. Zum Teil, ich als Projektleiter bin ich selber angewiesen, dass ich bestimmte Inputs dort abliefern kann und die ECA-Fachgruppe dann so, sagen wir, einen normativen Charakter hat und diese Dinge als Standards oder als Best Practice dann bezeichnen kann. Wir haben eine Studie gemacht über Labeling-Zertifizierung und zwar bringt etwas Labeling, bringt mehr, vielleicht eine Zertifizierung von Diensten, von Dienstleistungen, was sind die Vor- und Nachteile und diese Studien sind auch öffentlich zugänglich, also da ist der Link unten angeschrieben. Die Quintessenz ist, wenn schon etwas gemacht wird, dann eine Zertifizierung und nach Möglichkeit, also nicht eine neue Zertifizierung entwickeln, sondern eine der schon existierenden Zertifizierungen, die nach bestimmten Kriterien flexibel ist und so, da spricht man eben von, also vorgeschlagen wurde eben diese Eurocloud-Zertifizierung. Die Idee ist auch, dass jetzt diese ECA-Fachgruppe nach der Sommerferien das genauer anschaut und dann mit Empfehlungen rauskommt. Dann eben Entwicklung von Hilfsmitteln. Ein Hilfsmittel davon ist eine Plattform. Ich habe da zwei Aufdrucke von dieser Plattform, wo Informationen über Anbieter und über Services, über Hilfsmittel und so vorhanden sind. Diese wurde auf, sagen wir, auf Technologie Wiki entwickelt und erlaubt uns relativ schnell Anpassungen und Weiterentwicklung zu machen. Auch da die Adresse ist da, glaube ich, angeschrieben. Ja, das ist das govcloudforum.ch. Da ist die Idee, dass man alle Informationen oder wesentliche Informationen über Anbieter, Services, Hilfsmittel und so finden kann. Es wird demnächst auch eine Blogfunktion aufgeschaltet und es sind dann noch weitere Entwicklungen geplant. Das heißt, unter diesem Punkt S1, was wir da machen wollen, ist die Kommunikation fördern, weil wir haben auch festgestellt, dass nicht alle wissen, was Cloud Computing ist, beziehungsweise zum Teil hat es auch schon einen negativen Touch aufgrund von diesen Snowden-Enthüllungen. Wir wollen Vertrauen bilden, das heißt, wenn etwas so auf der Plattform ist, dass die Informationen, sagen wir, gesichert sind, dass man eventuell, wenn man sagt, und diese Services zertifiziert sind, dass da auch mehr Vertrauen vorhanden ist, eben die Hilfsmittel dazustellen und vor allem Effizienz steigern. Und obwohl ich eben von Cloud Computing Strategie rede, ist oft die Idee, also für die Schweizer Behörden, ist ein Schwerpunkt, sind kleinere Gemeinden, die zum Teil das Know-how nicht haben, zum Teil auch die finanziellen Mittel nicht haben. Ganz grob, wir haben 8 Departemente, wir haben 28 Kantone, aber wir haben 2500 Gemeinden. Davon grob die Hälfte hat weniger als 1000 Einwohner. Das heißt, von dort gibt es eine Menge Volumen, die da möglich ist. Dann rechtliche Grundlage, wir haben schon vorher etwas gehört, das ist auch in der Strategie drin. Interessant ist noch diesen Bundesratbeschluss von Anfang Februar, wo man als Reaktion zu den Enthüllungen gesagt hat, ja, man müsste da etwas machen. Soviel ich weiß, ist aber noch kein Gesetz daraus geworden. Das heißt, das ist nur eine Feststellung, dass man da schützenswerte Infrastruktur oder wichtige Infrastruktur in Schweizer Hände haben möchte. Aber soviel ich weiß, ist kein Gesetz im Moment vorhanden, aber da wird sehr wahrscheinlich noch etwas laufen.
Diese Meldung hat zum Teil die internationale Firmen ein bisschen verunsichert. Microsoft hat am Tag danach uns angerufen und gesagt, ja, was bedeutet das für uns? Können wir also nicht mehr mitarbeiten im Projekt und so weiter? Und zum Teil fühlen sich also diese internationalen Firmen auch ein bisschen eingeschränkt. Aktiv, wir machen da keine Untersuchung, welche Gesetze sind jetzt gut oder schlecht für Cloud Computing, sondern auch da ist eine Möglichkeit, diese Dinge zu melden und wir leiten sie an die entsprechende Organisation weiter. Zum Teil ist da vor allem das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement als Ziel für diese Änderung. Wichtig ist aber auch da zu erkennen, dass Änderungen von Gesetzen, die brauchen Zeit. Das heißt, wenn man das Zeithorizont sieht, wenn ich sage bis Ende 2014, da läuft relativ wenig, oder? Diese Gesetzesänderungen brauchen zum Teil relativ viel Zeit. Dann Aufbau von dezidierten Cloud-Angeboten für die Behörden. Die BIT als Bundesamt für Informatik, FUB und so, die haben eigene Informatikorganisationen, die auch eigene Strategien haben. Das heißt, wir koordinieren einige Dinge, aber mein Schwerpunkt, habe ich gesagt, ist mehr Fokus kleinere Organisationen und weniger diese großen Organisationen, die schon Infrastruktur, Leute, Know-how, Finanzen haben. Aber die Idee ist schon, dass man zunehmend Cloud-Dienste einkauft und die eigenen Dienste ergänzt. Zum Teil will man schneller werden, sicher auch kostengünstiger und am Ende effizienter. Auf Gemeindeebene sieht das Bild ein bisschen anders aus, oder? Sie outsourcen im Prinzip fast alles. Also ich rede von kleineren Gemeinden, nicht eine Gemeinde Zürich mit 1000 Leuten, die da mithelfen. Aber eben die Idee, zurückgreifen, kopieren von Cloud-Lösungen für Gemeinden, dass das günstig und qualitativ hochwertig ist. Was noch zusätzlich läuft, setzen die Strategie um, aber wichtig sind da vor allem zwei oder diese drei Gebiete, diese IAM, das heißt Identity and Access Management, das braucht man, wenn man Cloud-Dienstleistungen aus verschiedenen Cloud beziehen will. Wie kann man das abstimmen und so, das sind wir in Form von KTI-Anträgen, das sind diese Forschungsanträge mit den Fachhochschulen daran, so einen Antrag zu stellen, sollte bis Ende Juni gemacht werden. Der Antrag für einen Broker, das heißt, wenn wir da viele Services haben, wie kann eine Gemeinde herausfinden, das ist der Service, das ich brauche, das ist der Lieferant, das ist ein Broker, ein Vermittlerbroker. Der Antrag wurde gestellt und die Entscheidungen sollen jetzt in den nächsten Tagen fallen. Was wir auch machen wollten, ist einen Forschungsantrag für eine interoperable Plattform zu machen. Dieser Antrag wurde aber insofern zurückgestellt, dass die Marktchance Innovationsdefinierung und so weiter wurde nicht gegeben. Das heißt, im Moment ist Schwerpunkt auf die ersten zwei Forschungsanträge. Der Teil Angebote für private und Wirtschaft, das wurde in der Strategie festgehalten, aber da ist auch wichtig zu erkennen, dass es gibt diese OGD Strategie. OGD heißt für Open Government Data, das heißt, die Behörden produzieren eine Menge Daten, die eventuell auch für die Wirtschaft interessant sein können. Das heißt, diese Strategie wurde, glaube ich, vor 4 oder 5 Wochen vom Bundesrat freigegeben und es geht darum, diese Daten zur Verfügung stellen und auch die Hilfsmittel, zum Teil eben mit Hilfe von grafischen Präsentationen und so weiter. Da die große Herausforderung ist, man muss jedes Mal Verträge abschließen, sich im Klaren sein, wer trägt welche Kosten. Und demzufolge gibt es ja einen Plan, wie das jetzt weiter ausgebaut wird. Aber vom Grundsatz her eben, man versucht die verschiedenen Behörden, inklusive kantonale Behörde und Gemeindebehörde anzusprechen, sagen, was können wir da produzieren, ohne in Konflikt zu kommen mit dem Datenschutz und so weiter. Und da sieht man ein bisschen auch von der Menge,
Wo hat es im Moment die wenigsten Probleme gegeben, ist mit der Politik. Das heißt, das sind Angaben über Bevölkerungszahlen, Parteien und so weiter, also Sachen, die sowieso von der Presse publiziert werden. Auch da im Link da unten kann man weiter sehen, was da alles vorhanden ist, und das wird ständig ausgebaut. Dann Zusammenarbeit mit Wirtschaft und mit dem internationalen Umfeld. Was wir im Prinzip erreichen wollen, ist, dass wir die verschiedenen Anbieter, Lösungsanbieter, dass diese sagen wir, effizient zusammenarbeiten. Das heißt, vor allem eine Gefahr, dass man da vermeiden will, ist das Lock-in. Das heißt, dass wenn man eine Lösung hat, dass man diese nicht mehr ändern kann. Das ist weniger der Fall für die Services, also Lösungen SAS, sondern oft ist das im Bereich von der Infrastruktur, dass man da mehr Flexibilität haben will. Das heißt, dass diese verschiedenen Komponenten zusammenarbeiten. Wir arbeiten da eben mit der Wirtschaft zusammen, und zwar, wer will, kann da mitmachen. Das sind verschiedene Logos von Firmen, die da mitwirken im Moment. Im Moment ist das eine lose Zusammenarbeit. Eben, man sieht auch IBM und Microsoft ist im Moment dabei. In einem zweiten Schritt versuchen wir da die Verbindungen ein bisschen enger zu schnallen. Das heißt, dass man eben abgestimmte Services da anbieten kann. Im internationalen Umfeld ist vor allem die SECO zuständig. Das heißt, sie nimmt dann an internationale Gremien, arbeitet sie dort mit und so weiter. Auf Projektebene arbeiten wir eben da selektiv mit Firmen, die da zusammenwirken wollen, die ihre Informationen dann auf unsere Plattform legen und von dort auch eine Marketingplattform haben. Jetzt, wie geht es weiter? Eben, ich habe gesagt, Zielsetzung ist bis Ende Jahr 2014. Wir sind daran, im Moment zu schauen, welche Pendenzen sind noch offen, was muss man noch weitermachen. Das heißt konkret, wir machen im Moment bei den Gemeinden, also Ende Monat wird da eine Umfrage gemacht, was sind die Bedürfnisse, was brauchen sie, um Cloud-Lösungen zu implementieren. Ist das eine Geldfrage oder eine Sachfrage oder welche Informationen brauchen sie, und dass wir dort weiter aufbauen können und dann, dass wir die Planung für die nächsten Jahre machen. Da bin ich schon am Ende, da nehme ich gerne Frage entgegen. Hören Sie mich? Ja. Vielen Dank, Herr Hüsle, für Ihre Ausführungen. Das Mikrofon ist geöffnet. Der Bund hat ja auch seit Jahren schon eine Open-Source-Strategie. Diese Open-Source-Strategie kümmert ihn aber nicht wirklich. Das heißt, man kauft Software ein, man loggt sich ein, man hat Vendor-Login vom Schönsten. Nun hat er eine Cloud-Strategie, und erwartungsgemäß beschafft man eine Cloud, wo man sich auch wieder komplett einloggt. Null Flexibilität. Und ich habe jetzt auch im Vortrag nicht erkennen können, ob da wirklich auf offene Standards gesetzt wird und dass man da ohne Vendor-Login dann auch davonkommt. Wie ist das geplant? Also sehr locker in dem Sinne. Ganz am Anfang vom Projekt war im Prinzip der Schwerpunkt, ist, wir wollen Cloud verbreiten. Ob es jetzt Open Source ist oder nicht, war, sagen wir, weniger im Mittelpunkt der Diskussion. Im Zusammenhang mit der Projektarbeit, da waren von verschiedenen Seiten schon vermehrt, eben, wir brauchen Open Source, wir brauchen dies und jenes. Aber zum Teil haben wir auch festgestellt, in Diskussionen mit Lieferanten, weil wir arbeiten da mit Lieferanten, Anbietern zusammen, dass sie zum Teil sagen, ey, ich habe schon eine Lösung, sie ist nicht Open Source und so weiter. Und dann ist die Frage für uns, ja, was machen wir? Wollen wir jetzt einfach sagen, nur Open Source? Das heißt, wir können da, weiß nicht, über die Hälfte der Lieferanten einfach sagen, wir können sie nicht gebrauchen und so weiter. Das heißt, im Moment, es sind keine Schwerpunkte, wo wir sagen, wir machen bewusst eine Open Source Strategie. Es ist sicher als, sagen wir, Vorliebe schon, aber wir pushen das nicht im Moment. Wäre das die einzige Möglichkeit, den Vendor-Login zu verhindern? Ja.
sonst kann man den ja gar nicht verhindern. Wir haben das gemerkt mit dieser KTI-Forschungsantrag, oder, wo es darum ging, eine Plattform basierend auf Open Source Produkte, Standards und so zu stellen. Wir hatten dort Mühe, beziehungsweise die Zürcher Fachhochschule, die da, sich da eingesetzt hat, Partner zu finden, die dort mitwirken. Das heißt, es geht dort um einen Markt zu definieren, wo kann ich Geld machen, und Innovation zu definieren, was ist innovativ, oder? Und diese Bemühungen sind im Moment, sagen wir, gestoppt, weil wir haben gesehen, die Lieferanten machen nicht mit. Ja, also ich habe viel Erfahrung mit Open Source und ich gebe zu, es ist nicht alles machbar im Moment mit Open Source, aber ich finde, was auf jeden Fall ein Muss ist, dass man im Besitz vom Code ist, dass man von diesen Dienstleistungen, die man verwendet. Also nicht, dass der Anbieter sagt, nach welcher Pfeife wird getanzt, sondern ich gebe den Auftrag, mir gehört dann der Code, ich kann dann bestimmen, wie das dann weitergeht. Ja. Also ich persönlich habe noch vor, da mit der Zürcher Fachhochschule, mit dem Thomas zu sprechen, dass man so eine minimale Anzahl an Kriterien definiert, was wir da wollen. Weil vielleicht habt ihr auch bemerkt, in der Präsentation ist ein Teil Plattform ausgegraut, oder? Das heißt, wir setzen nicht so viel Gewicht auf Plattformen, obwohl in Gesprächen da mit Gemeinden und so weiter, der Bund kauft viel Lösungen ein, die immer auf andere Plattformen basieren, die auch zum Teil, sagen wir, nicht ganz kompatibel sind. Und demzufolge die Idee, dass man mindestens ein minimales Set an Kriterien definiert, wo man sagt, und wenn wir eine Lösung kaufen, das sind diese Kriterien einzuhalten, oder dass wir dort, sagen wir, weniger Spielraum für Inkompatibilität haben werden. Aber das ist noch in dem Sinn geplant, aber bis jetzt relativ wenig gemacht in dieser Richtung. Wir haben noch Zeit für eine Frage. Ich habe nur kurz eine Frage wegen der Ausschreibung, wenn Sie da wegen der Datensicherheit, Sie haben gesagt wegen der Qualität, wenn die stimmt, können wir auch von außerhalb der Schweiz vielleicht ein Unternehmen damit beauftragen, wie es dann mit den Daten, die da ins Ausland vielleicht gespeichert werden, also werden auch die Bürger informiert, dass zum Beispiel dann die Daten da sind, muss man dann auch hier darüber abstimmen, wie transparent ist es dann auch hier? Ja. Und also auf der Plattform, die ich da erwähnt habe, werden wir Kriterien haben, die zum Teil sagen, und die Daten sind auf einem Schweizer Rechenzentrum. Dort gibt es im Moment Diskussionen, wie streng wird das kontrolliert. Wir haben eine erste Phase, was eben, wir reden mit den Firmen und die sagen, okay, mein Rechenzentrum ist in Bern. Zweite Phase, die geht sehr wahrscheinlich Ende Jahr los, beziehungsweise anfangs des nächsten Jahres, ist, es gibt ein Self-Assessment, wo die Firmen im Prinzip durch ein vereinfachtes Assessment gehen müssen, also computergesteuert, wo auch ihre Informationen dann öffentlich zugänglich sind, wo man diese auch, sagen wir, kritisieren kann, nach dem Motto, das stimmt nicht, was du sagst. Und die dritte Phase, eben auch abhängig jetzt von dieser ECA-Fachgruppe, ist, wollen wir eine Zertifizierung einführen. Die kostet dann meistens, oder? Pro Service hat man dann schnell, weiß nicht, 30.000, 50.000 Franken, die man bezahlen muss, wo diese Dinge auch geprüft werden, sind da die Daten tatsächlich so, ist die Datensicherheit gewährleistet und so weiter und so fort. Aber von da eben ist ein Werdegang und nicht ein, sagen wir. Was heißt zum Beispiel, wenn die Firmen einen Sitz außerhalb der Schweiz haben, dass sie da vielleicht, dass man da eben auch dieses Problem wieder hat, dass die Daten da abgezogen werden können, wenn es eben nicht eine komplett Schweizer basierte Firma ist. In der Definition, ich habe es nicht aufgelegt, aber die Definition ist, die Firma ist Schweizer kontrolliert. Also von Schweizer kontrolliert, Verwaltungsrat ist drin und physisch sind die Daten in der Schweiz. Und da hat man einen Zugriff, also als Schweizer Behörde, auf diese Daten. Und wir können auch die Auslieferung im Prinzip blockieren, wenn es soweit ist.